mal beißen? Ja, du räumst aber immer. Du kommst doch am Sonntag. Na klar, hätte die Hochzeit von meiner zweitbesten Freundin nicht versäumt. Harrys Fußballfreunde sind auch eingeladen. Wir wissen gar nicht, wie wir die vielen Gäste hier keine Wohnung kriegen. Nur ein paar können auf dem Treppen sitzen. Stimmt, sind sowieso eine Menge Mieter eingeladen. Die können dann wenigstens nie meckern. Na, meine Damen, schmeckt? Lehmanns Rollmöpse immer. Danke, danke. Gibt's was Neues? Nicht der Rede wert, Herr Lehmann. Wir sprechen nur von meiner Hochzeit. Ach, schon aufgeregt, was? Vor allen Dingen, wenn ich an die vielen Gäste denke. Sie kommen doch auch mit Ihrer Frau. Ja, gerne, aber wenn der Platz knapp wird, dann werden wir uns telefonisch beteiligen, nicht? Wir haben keins. Dann müssen Sie sich schon persönlich bemühen. Naja, also wenn Sie die Gäste nicht unterbringen können, vielleicht können Sie dann das Vereinshaus Ihres Verlobten nehmen. Ach, das ist eine ungemütliche alte Bruchbude. Ach so. Naja, dann müsste ich mal sehen, dass ich vielleicht ein Hinterzimmer in einem Lokal... Ach, das ist ja auch nichts. Da mischen sich nachher die Kneipengäste unter die Hochzeitsgesellschaft und fressen ihnen das ganze kalte Buffet weg. Und der Bräutigam sucht seine Neuvermählte. Natürlich. Renate, wo bleibst du denn? Tagchen, Herr Lehmann, Tagchen, Fräulein Vogel. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe Frau Korngiebel drüben unter der Haube. Also bitte kümmere dich um sie. Ja, gleich. Nein, nicht gleich, sofort. Also dann bis Sonnabend. Ja, wiedersehen, Renate. Na bitte, ja. Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß, man ist nicht auf der Straße, aber ich kann nicht widerstehen. Merkt mir zu gut. Ja. Ihre Hochzeitsfrisur mache ich Ihnen natürlich, da lasse ich nicht die Renate ran. Danke, Frau Mplischka, bei dem Gedränge kommt es nicht so drauf an. Wieso, feiern Sie auf dem Oktoberfest? Naja, also so ungefähr, nicht? Die Vogelsche Zwei-Zimmer-Wohnung, die ist doch viel zu klein für, ne? 40 bis 50 Leute. Ja, 40 bis 50, ne? Da kommen auf jeden, naja, 300 Quadratmeter. Das ist ja furchtbar. Sie wollen doch sicherlich auch ein bisschen tanzen. Naja, und auch ein Happen essen und vor allen Dingen trinken. Und man möchte ja nicht, dass ein der Nachbar hier die Flasche in die Kiemen haut. Oh, Herr Lehmann, das geht doch aber nicht. Es muss aber. Ja, ich hatte schon an ein Lokal gedacht, aber erstens ist das nicht billig und dann... Der Hof. Hof? Was für ein Hof? Na, Ihrer natürlich. Ach so, ja, richtig. Wissen Sie, im alten Berlin wurden solche Feste immer auf dem Hof gefeiert. Na, das macht man doch auch heute noch. Na ja, natürlich. Also so Sommerfeste, Kinderfeste, alles auf dem Hof. Und dabei ist es riesig gemütlich. Das ist vielleicht die Lösung. Die Lösung? Ich sage Ihnen, das ist der Clou. So eine richtige, echte Berliner Hochzeit mitten auf dem Hof. Ich kann Ihnen sagen, da erzählen Sie in 50 Jahren noch Ihren Kindern und Enkeln von. Also ich muss sagen, Frau Mplischka, Sie sind Sonderklasse. Das merken Sie erst jetzt, Herr Lehmann. Na ja, ich muss es nur von Zeit zu Zeit wiederholen. Ach, kommen Sie. So. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Also doch nicht. Was heißt hier doch nicht? Der Müll muss eben weg. Ja, leider haben wir zurzeit einen hübschen kleinen Streik der Müllarbeiter, Fräulein Plüschke. Naja, schon viel zu lange, Herr Lehmann. Sehen Sie sich doch mal diese Schweinerei hier an. Auf unserem Hof ist das genauso. Naja, und auf 10.000 anderen auch. Na, da muss doch was geschehen, Herr Lehmann. Das geschieht ja auch was. Die Tarifpartner verhandeln ja miteinander. Ja, seit 10 Tagen und noch kein Ende abzusehen. Sollen sich gefälligst einigen, die Brüder. Fräulein Plüschke, in einer soliden Ehe, da streitet man sich manchmal auch ein paar Wochen. Sonst braucht man doch gar nicht erst anzufangen. Ja, ja. Nicht zu ändern. Bleibt dem alles beim Alten. Aber wieso denn? Man muss doch nicht gleich die Flinte ins erste beste Kornfeld werfen. Wozu hat denn Herr Lehmann seinen Herrn Bruder, der uns da vielleicht helfen könnte? Aber nun lassen Sie doch meinen Bruder aus dem Spiel. Der kann auch nichts dran ändern. Na, wieso denn nicht? Deshalb habe ich ihn ja schließlich gewählt. Herr Lehmann, wenn wir ihm vortragen, dass hier auf dem Hof eine Hochzeit stattfinden soll und dass damit das Glück zweier junger Menschen seinen Anfang nimmt, dann kann das doch für ihn schließlich nicht ganz ohne Bedeutung sein, nicht? Fräulein Plüschke, Edeltraut, begreifen Sie doch bitte endlich. Der Streik betrifft die Stadtverwaltung und nicht das Bezirksparlament. Aber Herr Lehmann, da müsste es doch einen Ausweg geben. Bitte machen Sie sich meinetwegen keine Gedanken. Es wird schon irgendwie anders gehen. Eben nicht, Fräulein Astrid, eben nicht. Die Hochzeit muss hier und auf diesem Hof gefeiert werden, weil das die schönste und idealste Stätte ist, an der man ein solches Fest begehen kann. Stellen Sie sich doch mal vor, drüben in den Rasenecken die Tische. Hier ein Ausschank für Wein und Bier, meinetwegen auch Selterwasser. Da ein Plattenspieler mit einem riesen Lautsprecher, aus dem heitere Tanzweisen erklingen. Und hier auf dem Pflaster, da wird ordentlich gescherbelt. Über uns wölbt sich der blaue Himmel und die frische Sommerluft fächelt unsere erhitzten Gesichter. Kleine, das wollen Sie sich alles entgehen lassen. Das können Sie doch nicht machen. Hatte ich Sie überhaupt schon eingeladen, Frau Mplischka? Wenn nicht, hole ich Sie hier mit nach. Na, ich wäre sowieso gekommen. Ich meine natürlich, um Sie zu frisieren. Na, was ist, Herr Lehmann? Was sagen Sie dazu? Ja, also ich kann mich nur erkundigen, ob nicht irgendwo ein Silberstreif am Horizont auftaucht, nicht? Starkes Stück, die Arbeit einfach hinzuschmeißen. Was, wenn wir Hausfrauen sowas machten? Da hätten wir den Salat. Salat heute ganz frisch. 2 Köpfe, 65 Pfennig, Frau Peters. Ach, Sie wollen bloß ablenken, Herr Lehmann. Anscheinend sind Sie für den Müllarbeiterstreik. Ausgerechnet ich als Kaufmann? Ja.
Der größte Teil des Abfalls auf dem Hofe ist doch von uns. Keiner verbrennt ja leere Kisten und die alten Flaschen, die wir die Kunden zurückbringen. Nimmt ja nicht mal der Großhandel ab. Also manchmal denke ich schon, ich drehe durch. Ja, und denn die Seuchengefahr, nicht mehr? Man weiß ja gar nicht, was für Krankheitspilze da wachsen. Ja, und die Rattenplage? An sowas denken wohl die Streikfritzen überhaupt nicht. Ach was, hier müsste mal ein starker Mann her. Na, lieber nicht, sowas hatten wir schon mal. Aber irgendwas muss ja geschehen, Herr Lehmann. Ja, es geschieht ja auch was. Was denn? Ja, was denn? Es wird verhandelt. Ach, ja, 10 Tage schon. Und der Dreck wächst uns über den Kopf. Wenn wir Hausfrauen so viel reden würden wie die Politiker, dann... Würde Ihnen, das Essen auf dem Feuer anbrennen. Ach, ich glaube, ich habe alles. Können Sie mal zusammenrechnen? Herr Schäfer, kommen Sie doch mal mit. Ja. Sagen Sie mal, sind Sie auch eingeladen? Ich meine, zur Hochzeit. Ja, ja, aber ich weiß nicht so recht, ob ich da hingehen soll. Na, warum denn nicht? Das ist doch mal was Originelles, eine Hochzeit auf dem Hof. Auf dem Hof? Na ja, da können Sie sogar Ihren Verlobten mitbringen. Können Sie ihm gleich mal zeigen, wie so ein junges Glück aussieht. Von Fischke, wir sind doch erst heimlich verlobt. Na ja, dann wird es die höchste Zeit, dass es bald unheimlich werden, nicht? Meine offiziell. Ich kann doch Ewald nicht einfach so mitbringen. Och, Steffichen, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Die Sache nehme ich in die Hand. Hey, kannst du den Bims nicht ordentlich wegtun? Was geben Sie das an? Na. Ist das der richtige Ton für einen zukünftigen Tischlermeister? Na und? Ich übe mich schon. Augenblick mal, ja? So, das sage ich jetzt aber Ihrem Meister. Habe ich schon gehört. Du, Kurt, da würde mir aber verdammt die Hand jucken, du. Ja, die Zeiten haben wir alle hinter uns. Aha. Sag mal, das ist wohl die neue Lehrlingsausbildung, ja? Och, weißt du, ich habe ja eigentlich 8 immer gehabt. Aha. Du, aber eins muss ich dir sagen, dass heutzutage ein Chef förmlich darum betteln muss, dass ein Lehrling das wieder aufhebt, was er selbst hingeworfen hat. Nee, Kurt, entschuldige, aber das ist zu hoch für mich. Du hättest lieber gehabt, wenn ich ihm eine geklebt hätte. Ach, natürlich nicht. Ja, was ist denn mit dir los? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Also ehrlich gesagt, das mit dem Streik, das stinkt mir jetzt aber langsam. Und nicht nur mir. Mir auch, weißt du? Guck dir das an. Zu Hause ist es nicht besser. Ja, dann tu doch was dagegen. Dann komm erst mal rein, sonst kocht mein Kaltleim über. Und deine Witze waren aber schon besser. Danke, Lehmann. Sag, Herr Friedrich. Du, die Sache mit dem Hof, die ist gut, die ist sogar ausgezeichnet. Ja, die ist ja auch von unserer gemeinsamen Freundin. Aber selbst wenn bis Sonnabend der Streik vorbei sein sollte, ob sie denn gerade in eurer Straße schon wieder anfangen, das ist ja mehr als fraglich. Und die Bezirksverordnete können ja gar nichts machen. Was weißt du ja? So, das heißt also, die ganze Stadt ist ein Opfer dieses blödsinnigen Hin und Her. Nur mal langsam. Streik ist ein legales Mittel zur Durchsetzung von Forderungen der Arbeitnehmer. Aber Kurt, dafür hat da kein Mensch Verständnis. Da kannst du fragen, wen du willst. Ich habe nichts so sicher. Jochen, komm doch bitte mal her. Ja, bitte. Was wissen Sie denn von dem Müllarbeiterstreik? Ich meine, warum geht's denn da? Die verlangen 12-prozentige Lohnerhöhung, aber die Stadtverwaltung will nur 6% bewilligen. Na, ich denke, die werden sich bei 9% einigen, aber im Augenblick, da weiß man das noch nicht so genau. Na, die verdienen aber ganz schön, wie man hört. Wollen Sie etwa die Arbeit machen? Alles ist teurer geworden. Wenn die so weiter mithalten wollen wie bisher, dann müssen sie auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Erhaltung des Besitzstandes nennt man das. Ne? Lebensstandard darf nicht absinken. Ja, das ist ja alles gut und schön, aber dieser Streik, der ist doch gänzlich unpopulär. Ja, dafür können doch die Müllfritzen nichts. Die können doch ihren Streik nicht mit der Faust in der Tasche durchführen. Ja, Typ wird verlangt. Sag mal, was ist denn nun, wenn morgen zum Beispiel die Feuerwehr streikt und deine Bude brennt ab? Da kann ich doch nur sagen, Hut ab vor der Legalität. Du Quellkopf, es gibt doch einen Notdienst. Im Krankenhaus wird der Müll doch auch abgefahren. Aber vielleicht setzt du dich durch, dass der Dreck da liegen bleibt und deiner kommt weg. So, das will ich bei deinen Wählern erzählen, ja? Damit sie wissen, wie du für sie da bist. Sogar die Braut schwört auf dich. Dann darf man sie natürlich nicht enttäuschen. Wie wäre es denn, wenn ihr den Dreck ein bisschen aufräumt und nur das Gröbste abkarrt? Was denn? Etwa wir selber? Naja, nur die Kisten, die alten Kisten kannst du hierher schaffen. Ich muss ja meine Holzabfälle sowieso verbrennen. Naja, aber da ist doch noch der andere Kram. Wie so zum Beispiel Pappe, Papier, Flaschen. Ja, na, und dazu braucht man einen ganzen Wagen. Dann nehmt doch einen Wagen. Ach so, vielleicht meinen, was? Mit dem ich Lebensmittel ranschaffe. Ah, ich glaube, du hast Zement gefressen. Wer spricht ja von deiner Luxusschäse? Ich werde nebenan mal fragen beim Kohlenhändler. Es ist ja Sommer, vielleicht leiht er uns einen Wagen. Ja, natürlich. Mensch, das ist ja die Idee. Ach so, und dann soll vielleicht ich, beziehungsweise die Mieter. Nee. Nicht für Kuchen, mein Junge. Immer sind die Lehmanns der letzte Rettungsanker. Jetzt will ich dir mal was sagen. Du belieferst die ganze Hochzeitsgesellschaft. Ja? Bist sogar eingeladen. Da kannst du aber nicht so stur sein. Du, stell doch den jungen Bräutigam an. Ja, na klar. Und seine Fußballfreunde.
Na Mensch, das Kind, wenn die sich bei jedem Dreckwetter auf dem aufgeweichten Platz rumsielen, na, dann können die doch in ihrer Freizeit mal richtig arbeiten, weil? Gut! Komm, wir nehmen erstmal die Kiste weg. Na, die Kiste lassen Sie mal stehen, Sportsfreunde, die nehme ich selber weg. Nehmen Sie mal da diesen Blumenständer, den Tisch und das alles, ja? Ja, ja, sehen Sie, Harry, so ein Fehltritt in die Ehe, der will schwer erarbeitet sein, was? Dafür lasse ich mich später von meiner Frau ernähren, Herr Lehmann. Und du kriegst dann die Kinder. Nein, im Zuge der Gleichberechtigung ist das nur eine Frage der Zeit. Komisch, wenn es ums Vergnügen geht, dann können die jungen Leute ganz schön zupacken. Na, nur Moment mal, Herr Dering, ja, sonst aber auch, nicht? Ja, ja, wenn ich dann früher denke. Früher konnte jeder fiese Pampel zum Lehrling du sagen und ihm eine kleben. Na, fanden Sie das richtig? Nee, aber wirksam. So, Herr Lehmann, wir sind fertig. Ja, danke schön, ich komme. Mein Bruder hat da nämlich so eine Müllkippe aufgerissen und die will ich den jungen Leuten zeigen. Ach, Herr Lehmann, wenn wir Sie nicht hätten. Ich bitte Sie, das tue ich doch gerne. Nee, ich meine, mir wird die ganze schöne Festivität hier im Hof ins Wasser fallen. So, nun sagen Sie bloß noch, Sie hätten was dagegen. Nee, aber wenn wir vor Lärm nicht in Schlaf kommen können, dann wird sowieso noch einiges verschandelt werden. Typisch Hauswirt. Wir sorgen dafür, dass der Müll vom Hof kommt, aber von wegen Dankeschön, nee, das ist nicht. Aber so war es doch nicht gemeint, Herr Lehmann. Herr Dering, ich kenne Sie jetzt 30 Jahre. Na, wir haben uns doch immer gut verstanden. Ja, weil der Klügere immer nachgegeben hat. Herr Lehmann, könnten Sie mir nicht diesen Krempel noch mitnehmen? Oh ja, natürlich, gerne, geben Sie es rauf. Na, wieso denn gleich so viel? Nur gegen Bezahlung. Kommen Sie doch gleich mit rauf, dann wird es billiger. Na, haben Sie das gehört? Na, so jung bin ich ja nun auch wieder aber, nicht. Na, aber dafür bestimmt. Ach, Sie haben Ihren Witzen, lassen Sie das doch. So, ab die Post. Dürfte Sie ihn bewahren. Das ist mir ja ganz schlimmer. Haben Sie eben die netten Jungs da gesehen? Die kommen alle zur Hochzeit. Was, sind die gerade weg? Ja, diesen Moment. So ein Mist. Wieso? Sie haben den ganzen Abtransport in die Wege geleitet. Das fand ich prima. Den ganzen Kram hätten wir uns sparen können. Tja, warum denn? Morgen ist der Streik beendet. Vor einer halben Stunde durchgekommen. Nein, sagen Sie das nochmal. Nee, muss ich gar nicht. Das können Sie morgen in der Zeitung lesen. Tja, dann fahren Sie denen doch schnell nach. Vielleicht holen Sie es noch ein. Ja, und dann der ganze Müll, der ganze Dreck wieder zurück auf den Hof, oder was? Naja, da haben Sie auch wieder recht. Mist ist Mist und weg ist weg. Ja, dann haben Sie auch recht. Mein Bruder wird mich ganz schön zur Schnecke machen. Und die anderen werden auch eine Stinkwut haben, denn für die nächste Wahl ist das ganz ungünstig. Was denn? Sie haben das alles bloß gemacht, um Wählerstimmen zu gewinnen? Na, das müssen Sie doch verstehen. In der Politik, da muss man doch mal ein bisschen berechnend sein. Na, also ich muss ganz offen sagen, das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Ich habe Sie immer für einen Idealisten gehalten. Ideale habe ich nur in der Liebe. Tag, Herr Lehmann! Ja? Riesig nett, dass Sie Ihrem Bruder helfen, den Müll zu beseitigen. Unser Eins hat leider nicht so gute Beziehungen. Also, meine Damen, ich habe das ja nur... Nun regen Sie sich bloß nicht so auf, Frau Peters. Herr Lehmann hat sich ja schließlich für uns alle eingesetzt. Nicht? Gucken Sie mal lieber in die Zeitung, was da drin steht. Morgen ist nämlich der Streik beendet. Ist das wahr? Ja. Na, endlich. Na, warum sagen Sie denn das nicht gleich? Na, das muss ich gleich zu Hause erzählen. Kommen Sie, Frau Kammerhut. Ciao. Und ich habe noch eine Nebenbeschäftigung. Wiedersehen, Herr Lehmann. Machen Sie es gut, ja? Tschüss. Hey, hier nicht einen Nagel, ihr verschandelt mir ja den ganzen Putz. Na, so ganz neu ist der sowieso nicht mehr. Na, vielen Dank, dass ihr mir von meinem Haus überhaupt noch was stehen lasst. Da müsst ihr ausschauen, Kim. Weißt du, irgendeine lustige Bude oder sowas? Tisch und ein Fass Bier drauf, genügt doch vollkommen. Wir werden auch sonst nicht da. Na, das haben wir gerne schon wieder vollstopfen. Was denn? Zur Zierde sind ja wohl die Dinger nicht da. Die müssen leer bleiben für die Bierleichen. Ach, was? Im Radio ist ja morgen Regen angesagt. Naja, im Radio kann es ruhig regnen. Naja, ich würde trotzdem einen Schirm mitbringen. Tun Sie es ruhig, Frau Steffens. Sie kommen doch. Ach, wenn ich dich störe, gerne. Ja, mein Hochzeitsgeschenk. Damals so Wahlpropaganda, weißt du? Ja, du bist ein kluges Kind, das hat Mutter schon immer gesagt. Du fang an, komm und die Schau. Wir können alle mit zufassen hier. Die Frauen, die im Ganzen da nichts zu tun haben, in einer letzten Minute erscheinen. Da möchte ich ja auch mal Feierabend haben. Können wir denn nicht mal morgen sauber machen, Frau Lehmann? Am Sonntag? Na, hören Sie mal. Ausnahmsweise mal. Wenn der Rummel um drei losgeht, dann möchte man sich ja auch noch ein bisschen rausputzen. Ach, aber das haben Sie doch gar nicht nötig. Außerdem gehen wir nicht auf den Rummel sogar zur Hochzeitsfeier. Ja, eben. Und wenn die alle festlich gekleidet erscheinen, dann möchte man natürlich auch nicht hinten anstehen. Dann kommen wir eben ein bisschen später. Ne? Sehr richtig. Und dann ist es heute so warm, da werden viele Gäste ihre Oberkleidung ablegen. Was? Na ja, die Männer die Jacken und die Frauen die Ohrringe.
Ach, wohin denn damit nur wieder, Herr Lehmann? Weil die Mülltonnen, die sind da seit gestern wieder leer. Ja, und seit heute wieder halb voll. Ich möchte bloß wissen, wann die Müllfrotzen wirklich erscheinen. Ja, die holen ja alles nach. Die kommen heute und morgen. So, und jetzt habe ich mich verzählt. Ach, komm, geben Sie mal her. Also von mir aus können Sie verschwinden. Kommt Herr Riebeck denn auch? Na ja, Fräulein Plischka hat das für mich arrangiert, aber das war eigentlich ja nicht recht. Wieso denn? Na ja, eben so. Na ja, komm, dann verschwinden Sie mal, ja? Danke, Frau Lehmann. Schöner, was ist denn? Geht's denn nun doch? Das will sich doch extra schön machen. Weißt du, vielleicht ist das für Sie auch ein großer Tag, ne? Wieso? Ach so, du meinst, dass er sich da einen angelt, was? Paul, du weißt doch, sie hat doch schon einen. Hat, wenn sie mal erst hätte. Ja, und deshalb ist ja gut, wenn der heute mitkommt. Also. Na, gefällt's euch? Komm, wir tanzen. Danke, bitte. Kann ich hoch? Ja, ich weiß, aber ich auch. Aber schön kalt. Ja. Ihr Herr Bruder nicht? Ist der nicht eingeladen? Aber ja, ja, natürlich. Aber der macht das ganz raffiniert. Wie darf ich denn das verstehen? Ja, der macht folgendermaßen. Der wartet, bis sich die jungen Leute müde getanzt haben. Und dann macht er das. Fräulein Plischka, ja? Ihr Typ wird verlangt. Sie mich? Aber ja, ja. Na? Was ist denn nun? Wahrscheinlich ist ihm was dazwischen gekommen. Ist doch Unsinn. Da hätte der Herr Riebeck bestimmt Bescheid gegeben. So. Da ist er ja. Ich gratuliere, das war mir fein, war du der Sieger. Hallo alle. Ja. Was ist da drüben? Ja. Da, ja. Ach, schön. Hier, da ist er. Ja. Da ist er. Na, was ist denn? Schlägt die Stimmung heute? Na ja. Herr Lehmann, denken Sie mal, der Herr Riebeck hat sich heute überhaupt noch nicht sehen und hören lassen. Den kenne ich gar nicht. Nein? Ach ja, richtig. Wissen Sie, wir haben ja Plischka damals mit dem Ball ausgerechnet. Und warum? Weil er Angst hat, wie alle Männer, wenn es ernst wird. Na, nun lassen Sie doch, Fräulein Plischke. Ach, Frau Steffens, ich hab's da bloß gut gemeint. Wollen Sie nicht auch das Tanzbein schwingen, Herr Lehmann? Ja, wollen ist gut. Müssen. Also, wenn ich bitten darf. Gerne. Hat aber ganz schön im Schweiz. Oh, da habe ich ein wunderbares Eau de Cologne, Herr Lehmann. Sogar in der Spraydose. Also, das ist so fabelhaft, da kann man stundenlang noch weiter tanzen. Dann holen Sie sofort mal die Dose. Tja, aber gerne. Ich lese Ihnen doch jeden Wunsch von den Augen ab. Ich komm gleich wieder. Also, Herr Riebeck. Das ist doch wirklich ein starkes Stück. Wir suchen Sie überall. Frau Steffens sitzt da drin und weint sich die Augen nach Ihnen aus und Sie stehen hier rum und halten Maulaffenfeil. Du liebe Zeit, haben Sie denn noch nie einen Autounfall gesehen? Was ist denn hier schon groß passiert? Also ich habe bei Ihnen immer das Gefühl, Sie wollen sich irgendwie drücken. Frau Steffens, die macht sich ein ganz verkehrtes Bild von Ihnen. Aber ich habe ja immer gesagt, der Herr Riebeck ist ein ganz unsicherer Kantonist. Entschuldigen Sie bitte, aber... Aber nun kommen Sie doch endlich. Die Hochzeit ist seit Stunden in Gange. Was stehen Sie denn hier noch rum? Moment mal, Herr Wachtmeister, Sie halten sich hier am besten raus, ja?
Was ich mit dem Herrn zu besprechen habe, ist nämlich eine reine Privatangelegenheit, nicht wahr? Ja, so ein Moment, wenn ich Ihnen zu laut bin, kann ich auch gerne ein paar Schritte weitergehen. Aber was ich hier jetzt zu bereden habe, das ist nicht für jedermanns Ohren bestimmt, ja? Ist ja so ein glücklos ein Bagatellschaden. Melden Sie es bitte Ihrer Versicherung. Ja. Ansonsten, ja. Dankeschön. Dankeschön. Was denn? Sie sind mit dem Wagen gekommen? Warum sagen Sie denn das nicht gleich? Du liebe Zeit, welcher ist es denn? Der helle hier? Ach ja, richtig, ich entsinne mich dunkel. Ja, ich glaube, ich kann jetzt mitkommen. Ich muss den Wagen nur noch an die Seite fahren. Na ja, ja, aber beeilen Sie sich, Herr Riebeck, bevor Frau Steffens an gebrochenem Herzen dahin sieht. Ja, nein, sowas aber auch. Na nun, morgen mal zur Abwechslung ein anderes Gesicht. Ja. Hören Sie mal, ich habe mal einen Fall gekannt, der war ähnlich. Und der Mann, der... Ja, was sehen denn meine entzündeten Adleraugen? Ja, nun, sieh doch mal einer. Na bitte, da ist er. Hallo. Entschuldige vielmals. War nur ein Unfall. So ein Dollbregen ist dem armen Herrn Riebeck in die Seite gefahren. Ein Glück ist nicht viel passiert. Ein Unfall? Na ja, ist nicht der Rede wert. Da sind Sie ja im richtigen Augenblick als rettender Engel erschienen. Das ist so meine Natur, Herr Lehmann. Das Schicksal hat mir nun mal die Rolle der guten Fee zugedacht. Entweder man hat diese Gabe oder man hat sie nicht. Aber was Sie nicht haben, das ist die Dose mit Eau de Cologne. Wo ist die? Ja! Ach, heute sogar am Sonnabend? Bios, der Gasemere. Ja, ja, das mag ja sein, aber ich meine, wir haben Sonnabend. Ach, das ist auf dem Herzen, Oma. Ja, ich frage, warum Sie heute am Sonnabend den Müll abholen. Ja, weil wir sonst nicht fertig werden, Oma. Wir arbeiten sogar morgen. Sonntag? Na, das hat's früher nicht gegeben. Warum denn? Na, weil wir gestreikt haben. Streik? Na, seht ihr, das habt ihr nun davon. Nee, Lambo. Das ist keine Trauerfeier. Eine Hochzeit, wie es scheint. Alles ja. Die wollen wahrscheinlich die Mülltonnen abholen, ja. Aber das ist nicht nötig. Die sind bereits geleert. Bereits geleert? Ja, ja. Na ja, die sind ja schon wieder halb voll. Die können Sie das nächste Mal mitnehmen. Wir kommen erst in einer Woche wieder. Ach so, nee, nehmen Sie die lieber mit, sonst haben wir morgen die Schweinerei. Können Sie uns freundlicherweise sagen, wo die Tonnen stehen? Da hinten. Ja, vorwärts, hier hinter. Hier. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Aber ja, bitte. Würden Sie bitte mal Platz machen. Na, einen Moment. Erst müssen Sie mit uns einen trinken. Kommen Sie mal her. Hier, Bier für die Müllleute. Kommen Sie jetzt, trinken wir erst mal einen. Ah, ja, bitte. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Was ist denn mit den beiden? Ich glaube, der Herr Riebeck, der findet nicht die richtigen Töne. Er findet keine Töne? Sie meinen... Ich meine, Herr Lehmann, ich meine. Na, Herr Riebeck? Wie finden Sie denn solche Hochzeiten? Ein bisschen turbulent, würde ich sagen. Na ja, sind doch alles junge Leute. Wenn Sie natürlich heiraten, geht's ein bisschen feierlicher zu. Aber für eine Verlobung wäre das doch eine Bombenstimmung, finden Sie nicht? Für eine Verlobung, ja. Wollen Sie etwa die Gelegenheit beim Shoppen packen? Nein, ich werde wahnsinnig. Musik aus! Kinder, kommt mal alle her! Kommt mal schnell her, ich habe eine große Neuigkeit für euch. Herr Riebeck hat das Wort. Ja, also, ich meine, Frau Steffens und ich meine, wir... Mit einem Wort, die beiden sind verlobt. Ja! Bravo! Ich sage dir, unsere Edeltraut Plischke, danke. Die kannst du direkt als Wahllokomotive einsetzen, wenn es wieder mal so weit ist. Leider nicht, du. Die walzt alles nieder. Oh.